bist mein Möchtegern-Scout, du. Motion Tracker. Wir sollten relativ mittig vorgehen. Oh, oh, oh. Das hätte in die Hose gehen können. Wenn ich da lang gehe, triggere ich eventuell schon was. Ich darf aber auch nicht zu zögerlich sein bei dieser Mission, weil wir haben irgendwie 3 oder 4 Dinge, die wir in der Bahn aktivieren müssen. Und dann müssen wir noch ganz ans Ende der Bahn, um da den Zug zu starten. Probier's mal. Okay. Das war jetzt nicht so toll, aber eventuell können unsere Sniper von da, wo sie stehen, schon da hinten raufschießen? Nö. Keiner kann irgendwas sehen. Das ist schon mal nicht gut. Du siehst da auch nichts. Ernsthaft? Na ja, gut. Das war hier, ne? Geh mal da lang. So, jetzt sehen wir die wenigsten. Sehen die Sniper jetzt auch was? Immer noch nicht. Was? Wozu hab ich euch überhaupt? Gut, ich schicke die Sniper mal nach hier hinten. Da siehst du was. Ja, das ist gut. Da schicke ich dann alle 3 hin. Und da gehen sie dann alle in Steady-Modus, um nächste Runde zu töten. Genau. Steady Weapon. Steady Weapon. Und Steady Weapon. Dich lasse ich gleich weitergehen, damit du nächste Runde näher dran bist. Okay. Und haben wir sonst noch was auf dem Radar? Nix in der Richtung. Okay, dann schicke ich schon mal, weil ich zuversichtlich bin, dass die Sniper und die hier, die beiden Zimmern, da recht schnell wegbekommen, schicke ich unseren Heavy schon mal in eine gute, na, in eine nicht ganz so gute Deckung nach vorne, aber dafür schön weit nach vorne. Und da ist der erste Transponder. Super. Geschützt wird unser Heavy durch. Sie hier. Und das war's. Okay. Runde 1. Wir haben nur 10 Runden. Das war nicht nett. Sie haben es auf ihn abgesehen. Na, noch eine Bewegung. Ich denke, es werden auch zwischendurch noch Leute runtergeschmissen werden. 85%, das ist nice. Leider machen die Sniper irgendwie nicht mehr, will ich nicht schauen. Selbst mit den Laser-Sniper-Gewehren. So, minus 1. Ja, das könnte one-hit werden. Nee. Okay, du bist suppressed. Dann geh mal mit ihm hier hin. Ihr könntest ihn töten oder könntest... Ne, komm, töten. Ohne Granate schmeißen, um seine Deckung zu zerstören, aber wozu, wenn er jetzt auch umkippt? Okay, können wir hier weiter? Ich weiß nur leider nicht, wie weit, bevor wir den nächsten Trupp triggern. Das da könnte eine gute Stelle sein. Weil sie halt nichts sehen kann und dementsprechend alles auslösen. Hab kurz die Luft angehalten, weil wenn sie hier was aufgedeckt hätte, dann hätte sie sehr gut flankieren können. Aber so ist sie jetzt in einer sehr schönen Situation, dass sie halt da runterspringen kann, wo sie gebraucht wird, und damit Run and Gun irgendein Gegner, egal was es ist, einfach wegmähen. Weiter. Du bist angeschlagen. Hatte nicht irgendjemand ein Medkit? Du. Aber es kostet eine Runde, also eine halbe Runde zu benutzen, was nicht so schön ist. Gucken wir mal, ob wir eine halbe Runde finden.
This is the train we're going to be using to move the transponders. It's not ideal, but we'll have to place each of the transponders in a fixed position in order to ensure the signal strength. Ich höre Trippelfüße. Da ist der nächste. Okay, wie machen wir das? Ich würde ganz gerne den Transponder benutzen und ich würde ganz gerne heilen. Also gehe ich mit die hier hin. Aktiviere das Ding. Transponder ist in place and operational. Once the rest are deployed, they'll begin transmitting a signal to confuse the alien navigation system. If everything goes according to plan, the signal should pull the battleship off course, leaving us with a prime opportunity for an ambush. Ja, Battleship ambushen. Wer will das nicht? Ich? Mal gucken, wie das wird. Aber jetzt, ne? Eine Sache zur Zeit. Erstmal würde ich ganz gerne hier hoch. Von da hinten werden wir nicht sehen, was aufgedeckt wird. Es sind zu viele Blumentöpfe und komische Litfaßsäulen im Weg. Und die sollten genug Distanz haben, dass sie auch keine Deckung hier hinten brauchen. Dann können sie zwar nicht in irgendwas reinschießen, was in der Bahn ist, aber das ist vertretbar, würde ich sagen. In der Bahn selber können hier die Assaults dann aufräumen. Ja, und Cheffe. Cheffe sollte übrigens auch schon mal gleich weiter. Ja, wobei. Gehen wir nur bis hier wegen Truppen auslösen. Du. Ist mir hier zu schwarz, ehrlich gesagt. Und wir haben schon zu viel gemacht diese Runde. On the move. Ja, ich gehe erst nächste Runde in die Richtung weiter. Das heißt, du musst diese Runde einfach mal aussetzen. Ja. Wobei ich... Ja, ich hätte den Motion Tracker vor... Ja, okay. Genau, weil wenn ich jetzt da hingehe, dann können die mich flankieren. Komme ich da rüber? Nicht auslösen, nicht auslösen, nicht auslösen. Commander, we have multiple incoming bogies. It looks like they were air launched from the battleship. Expect new contacts any minute now. Da hinten sind noch Thin Men. Also Seeker und Thin Men. Und irgendwas wird abgeworfen. Wo? Oh. Ah, den Snipern. So, wie machen wir das am besten? Du könntest... Ja. Ich glaube, ich sollte mit ihm auf ihn schießen, damit er getaggt ist, damit die Sniper ihn erwischen können. 63%. 51%. Ja, die Trefferchance ist mir sonst zu gering, das haut nicht ordentlich hin. Das heißt, du bleibst genau hier stehen und machst einfach so. Ganz viel Glück triffst du auch. Oh, ja, tust du sogar. Nice, okay. Dann darfst du den da wegschießen. Gut, damit ist die Gefahr hier hinten schon mal beseitigt. Dann haben wir noch zwei Sniper, die sich um den Seeker da hinten kümmern können. Gut. Bleibst noch du? Ja, was mache ich mit dir? Also ich weiß, dass hier noch einer ist, aber wenn ich jetzt hier hin Run and Gun mache, dann bin ich ziemlich offen, oder? Wobei, gucken wir doch einfach mal mit ihm weiter dahin. Du siehst keinen. Schade, ich hatte gehofft, dass er hier was sieht und dann kann ich es besser beurteilen, was ich jetzt mit ihr mache. Okay, erstmal dahin. Dann vermutlich in Overwatch.
dir stürme ich weiter. Siehst da auch nichts. Der muss sich irgendwie hier hinter versteckt haben. Warte, ich habe hier noch nichts aufgedeckt. Du guck mal, ob hier irgendwas ist. Nee, okay. Stopp, 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 stopp. Den kann er nämlich aufrücken und in die Richtung gucken, weil aus der Richtung nichts kommen kann, weil wir hier gecheckt haben. Und auch wenn die Volldeckung da verlockend ist, würde ich ganz gerne immer weiter in Richtung Zugende. Und du kannst hier bleiben und Steady Weapon machen. Du wartest einfach, dass ich in die Ecke komme. The alien battleship is still on a direct course for the city, Commander. We'll have to move quickly. Was? Oh, zwei Seeker und ich sehe da noch mehr Sinman. Ja, oh, Spaß incoming. Mache ich das nur am besten? Ich würde ganz gerne möglichst schnell, möglichst viel hier zerstören. Das heißt, ich mache mit dir Running Gun, damit wir die beiden Seeker hinten sehen. Und eventuell sogar noch den Trupp. Jo, super. Damit können jetzt nämlich die Sniper aufschießen, diese Runde. Hoffe ich zumindest. Das heißt, du pustest den hier weg. Jo. Und Sniper. 47, 47. Ist jetzt nicht so die Welt. Oh, vor allem haben wir doch eine gute Panzerung. Da kann man schon einen kriegen wieder, ne? Jo, schau gut aus. Ah, wir haben noch einen Sniper. Was übrigens überraschend gut klappt mit so vielen Snipern. Aber es liegt auch primär an der Karte, würde ich sagen. So, du rück mal zu dem vor. Das passt von der Bewegung her ganz gut. Touch das Ding. Und ach, dich haben wir auch noch. Ja, schieß lieber einmal auf den. Und dann Overwatch, falls der sich bewegt oder weiter in Richtung Kabinenende da. Ich denke, bewegen ist sinnvoller. Jo. Du bewegst dich mal mit ihm mit. Da ist Transponder Nummer 4 und irgendwo hier hinten müssen wir dann ganz am Ende hin. Trotzdem haben wir noch 6 Runden. Das sollte okay sein. Oh, das war ganz schön viel Wand. Einfach laufen. Ah, einfach laufen. Ich hoffe, man landet jetzt nicht hinten, oder die landen nicht hinten bei den Snipern. Weil wenn da zwei Ziele landen, kriegen die drei Sniper das nicht down. Oh, hallo. Nun, natürlich landen sie hinten. Dann auch so, dass die nicht schießen können. Oh, das ist mies. Das ist echt mies. Ah, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Warte. Irgendwie sehe ich hier die Wände gerade überhaupt nicht. Aber hier sind Wände und hier ist Deckung. Also, Run and Gun. Bring sie zur Strecke. Die Trefferchance wird jetzt nicht die beste sein. Im Laufschritt. Aber das ist mir egal. Oh, da sind ein paar mehr. So, 85%. Ist doch okay. So, die Sniper haben jetzt eine sehr schöne Möglichkeit, da hinten aufzuräumen. Problem ist nur, dann kommt nächste Runde der Muton hoch und einer von denen ist tot. Und ich habe da auch nicht so viele Alternativen. Jedenfalls sehe ich gerade keine. Das heißt, ich muss versuchen, mit denen, die ich hier habe, die zu töten.
So zum Beispiel. Na, komm schon. Das war der schwächste von denen. On my way. 65%. Komm. Gott. Ist nur noch einer da und der zieht sich eventuell zurück. Der Heavy könnte hier hinten helfen, oder? Nee. Die Sniper müssen jetzt einfach nur weglaufen. Auf der Bahn vor dem Muton. Einfach nach hier. Und wenn der Muton wirklich hinterherkommt, kann er hoffentlich nicht zu ihnen schießen, weil sie zu weit weg sind. Und die können sich dann nächste Runde umdrehen und alle auf ihn schießen. Das bilde ich mir so zumindest ein. Vielleicht steht jetzt trotzdem einer, aber ich denke, das ist so trotzdem die beste Möglichkeit. So. Du kannst kein Run and Gun machen, kannst dir da hinten also auch nicht helfen. Stattdessen läufst du mal hier hin. Bleibt noch der Heavy. Ich glaube, ich stelle dich mal hier hin und gehe in Overwatch. Vielleicht kann er dann auf den Motor schießen, wenn er hochkommt. Wir bekommen Reports von heavy X-Ray-Aktivität in diesem Bereich. Enemy-Forces sind wahrscheinlich auf deiner Location. Commander, we're running short on time. That battleship is still on a direct course for the city. We have to get moving. Jupp, was machst du? Oh, da vorne ist schon die Spitze vom Zug. Ja, super, da müssen wir hin. Okay, Muton. Macht komische Dinge, aber ich kann schießen. Kriegt noch keine 8 HP down, schon gar nicht von daneben schießt. Was war das für ein Geräusch? Ah, so der Dropbot-Teleporter. Puh. Ja, sie... Boah. Ernsthaft? Ja. Das wird alles nicht so wirklich was, wie ich mir das gerade vorstelle. Und zwar sind alle von überall flankiert, weil wir komplett umzingelt wurden in einer Runde. Durch die ganzen Drop-Dinger. Okay, wer flankiert dich? Der da. Die drei Sniper sollten sich aber eigentlich um den da kümmern. Ja, die werden von jedem abgeschossen, weil sie halt mitten auf dem verdammten Zug stehen. Ich kann aber auch nicht mit ihnen weglaufen, dann lösen sie nämlich die Overwatch-Schüsse aus und dann ist vorbei. Wir müssen einfach alles töten. Also du könntest auf ihn schießen. 57%. Ist sogar die Chance einigermaßen vorhanden, dass du triffst und ihn gut runterprügelst. Töten wirst du ihn nicht. Dann hat er aber einen Tag. Und ein Sniper kann ihn töten. Die anderen beiden Sniper könnten ihn nicht töten, aber sie könnten ihn disablen mit so einem Schuss. Und wer tötet dann ihn? Die hier vorne, hm? Ja, du. Du wirst ihn töten. Zwar, indem du dich gar nicht bewegst, sondern einfach nur eine Granate schmeißt. Und seine Deckung zerfetzt. Ja, ohne Deckung ist er nämlich leichtes Futter. Stopp, wen haben wir noch? Du bist suppressed. Du musst eigentlich jetzt vorrücken, auch wenn du suppressed bist. Sonst habe ich keinen. Ja, doch, du kannst schießen. Oh, stimmt.